Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Herzgold und Seelensilber hier bei Crush 4589. Wir befinden uns nun wieder in Lavandia. Die Musik ist aber hier jetzt weitaus chilliger als, das ehemalige Lavandia, was wir von früher kennen. Zumindest was wir von ursprünglichen Lavandia kennen. Das gute alte Lavandia-Syndrom, wir kennen das schon. Habe ich schon Feuerrot und Blattgrün erklärt, was da passiert ist. Ja. Beziehungsweise was angeblich passiert ist, weil ich kann das nicht genau sagen, ob das bloß eine Creepypasta ist oder ob das jetzt wirklich zu hundertprozentig wahr ist, was man da erzählt. Ganz egal. So, wir haben in den letzten beiden Parts sowohl einen weiteren Arena-Kampf hinter uns, als auch jede Menge Trainer-Bashing. Es tut mir leid, da wurden leider die Parts dann ziemlich lang, das tut mir noch mal leid. Ich habe von einem Kunst mit den Joto gehört, der maßgefertigte Pokébälle herstellen soll. Ich wünschte, ich hätte auch welche. Schutz ist auch für jeder Erkundung so ein unabdingbares Item. Ich liebe es, zwei fremde Orte zu erkunden, aber es gibt immer noch ein paar Höhlen, die ich noch nie auch nur einen Fuß gesetzt habe. Ja, das ist auch klar wie Kloßbrühe, dass es da immer etwas gibt, was noch unerforscht blieb. Genau, weil wenn wir nämlich alles erkundet haben und auch die vor allem Kraxel haben, können wir nochmal alle Orte erkunden, die wir noch nicht erkunden konnten, praktisch. Kann ich helfen? Ja, kannst du, indem du mir ein paar Finsterbälle spendierst. Die brauche ich ja demnächst noch. Kommt da vielleicht noch dazu, dass ich vielleicht im Dunkeln sogar Pokémon fangen gehe. Ich glaube, besonders dann bei den Strudelninseln, weil da gibt es ja ein bestimmtes Pokémon, das ich mir fangen möchte. So. Schauen wir mal, dass wir wieder ein paar Top-Genesungen bekommen, weil die sind noch extremst teuer und die muss ich mir nach und nach zusammenkratzen. So. Ich möchte wirklich möglichst viele Heil-Items dabei haben, denn... Ach nein, oder? Okay. Bildschirm wird nicht wieder schwarz. Okay, passt schon. Alles in Ordnung. Okay. Lavandia, Stadt des gewissen Etwas. Und das ist wohl der Turm der Ruhenden. Der Radioturm von Kanto, rund um die Uhr auf Sinn. Was? Wo ist der Turm der Ruhenden hin? Okay, aus Lavandia wurde jetzt kein Friedhofsstadt mehr, sondern ein Radiosender, eine Stadt im Radiosender. Und was soll dieses Zelt hier? In Kanto laufen viele gute Sinn im Radio. Lavandia ist eine ruhige kleine Stadt am Fuß der Berge. Seit es den Radioturm gibt, ist hier richtig, also auch richtig was los. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Um schlafende Pokémon zu wecken, ist eine Pokéwürde immer noch am besten. Jeder Trainer sollte das wissen. Ja, das weiß ich auch. Ehrenamtliche betriebliches Waisenhaus für Pokémon. Oh! Ob hier Mr. Pokémon immer noch da ist? Nein, er ist anscheinend nicht mehr da. Es gibt da draußen schreckliche Leute, die ihre Pokémon links liegen lassen, wenn sie von ihnen haben. Mr. Fuji bietet diesen armen, heimatlosen Pokémon... Mr. Fuji heißt er, genau. Bitte diesen armen, heimlosen Pokémon dann zu Hause. Anton! Tapsi! Nidorino! Ja, das ist das Haus von Mr. Fuji, aber im Moment ist er leider nicht hier. Du suchst am besten mal im Haus der Erinnerungen nach ihm. Haus der Erinnerungen? What? Das hier vielleicht? Ja, das ist das Haus der Erinnerung. Mögen die Seelen der Pokémon hier im Frieden ruhen. Ach, da ist der Friedhof. Die Leute kommen von überall her, um hier die Seelen dahin gegangen, der Pokémon Respekt zu erweisen. Was früher mal der Pokémon-Turm war, ist jetzt nur noch ein Haus geworden, okay. Ach, da war ich schon drin. Habe ich jetzt nichts mehr verloren. Ich möchte jetzt mal bei diesem Zelt vorbeigucken. Was geht hier ab? Hallo, ich bin ein Armbewerterer. Nochmal? Danke, nein, jetzt gerade aktuell nicht. Vielleicht zum Abschluss werde ich mir noch ein paar Namen überlegen für einige meiner Teammitglieder. So. Muss ich ja irgendwann auch mal machen. Der Radioturm. Gehen wir erstmal zum Haus Erinnerungen und sehen nach, was los ist. Hallo, Mr. Fuji. Fuji. Ist er das? Sei willkommen. Du scheinst sehr viel Mühe beim Trainieren des Pokémon-Teams zu geben. Dieser Ort ist ein Treffpunkt für Leute, deren Herz in Pokémon schlägt. Möchtest du dem Pokémon-Team ja auch deine Respekt zollen? Sie werden es dir sicher danken. Aber gern doch, gell? Kapo schaut weg und wünscht sich etwas.
Ah. Ich glaube, hier liegen noch andere Pokémon begraben. Es gibt viele Kammern, die nur Mr. Fuji betreten darf. Ich besuche mit meiner Mutter die Grabmale der Pokémon. Ich habe so lange mit diesem Pokémon zusammengelebt, dass sie für mich zu demselben Stellenwert einnehmen wie meine Enkelkinder. So ist es. Die Pokémon sind schon, ja. Es kann man. Sind schon. Können schon, was können sie eigentlich? Oh Mann! Wenn ich gerade so philosophisch vor mich hin prabbeln möchte, dann. Ah, komme ich jetzt mal durcheinander, weil mir nicht einfällt, was ich eigentlich sagen möchte. Wenn an die Pokémon erstmal ins Herz gewachsen sind, dann. Ja. Dann ist es auch klar, dass sie, ja, wenn man mit ihnen zusammenlebt, dass sie einem ins Herz wachsen und dass man dann Freundschaft mit ihnen schließt. Quapo zuckelt gemütlich hinter mir her. So, da ist der Radioturm von Lavandia, der neue. Und hier wimmelt es von Incognito. Schon besser. Diesen Radioturm sollen so viele Menschen angestellt sein. Sie alle geben ihr Bestes, um uns ein spannendes Programm bieten zu können. Ja, ist er einfach. Das ist geil. Och Mann. Heute habe ich's echt wieder. Oh nein, das ist gar nicht gut. Ohne den Strom aus dem Kaffee können wir nicht auf Sendung gehen. Wenn wir nicht senden können, waren alle bei der Bewegung, diesen Sender zu öffnen, vergebens. Ich bin ruiniert. Stimmt ja, jetzt wo der Stromausfall im Kraftwerk herrscht, einige Radiosender von Kanto gar nicht. Besonders die, die wir brauchen, um Relaxo aufwecken zu können. Willkommen! Das Erdgeschoss ist für Besucher frei zu besichtigen. Ja, aber die anderen Stockwerke können wir nicht rein, egal was wir tun. Nur das Erdgeschoss ist frei begehbar. Nachdem der Radioturm in Johto von Schurken besetzt wurde, haben wir die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Ja, aber ich bin derjenige, der es vertrieben hat. Ich darf doch wohl, ach, was soll's. Hallihallo, ich bin der Star-Redakteur unseres Musikprogramms. Oh, tut mir leid, aber mit deinem Pokécom kannst du meine Sendung nicht empfangen. Du wirst vorher erst dein Radio mit einem Zusatzset aufrüsten müssen. Ja, und wo kriege ich das Zusatzset her? Wahrscheinlich erst dann, wenn ich das Kraftwerk wieder in Betrieb genommen habe. Aber wenn hier Stromausfall herrscht, wie bitteschön haben die anderen dann noch so Strom, hä? Das ist, entzieht sich aus meiner Logik. Und der Weg hier sieht auch ein bisschen anders aus als der, den wir in Erinnerung haben vom Felstunnel. Stärke. Oh je. Hab ich? Ja, ich hab ja. Ah nein, Blödsinn! Was? Hat sich vielleicht nicht Stärke drauf? What? Das Trümmer hat sich schon. Ja, das lässt sich ändern. Hallo? Du bist mein VM-Sklave und du tust, was ich sage. Nämlich Stärke einsetzen. Ja, Sichler muss doch Stärke einsetzen können, oder? Herrgott! Also ich möchte schon alles möglichst erkunden können. Aber es nervt brutal, dass man immer die Pokémon umwechseln muss. Ich habe es auch früher immer so gemacht, dass ich jedem meiner Pokémon immer bestimmte VM-Attacken beigebracht habe, damit ich keine VM-Sklaven benötigt habe. Aber das erweist sich anscheinend als Fehler. Ich möchte das auch nicht beim Endkampf gegen Rot machen. Okay. Haben wir es jetzt endlich hinter uns? Ach, Blödsinn, ich habe jetzt nur mein Teammitglied mitgenommen. Alter. So. Ja, wieso mache ich nicht gleich Pokémon bewegen? Da kann ich gleich alles bei. Kann ich gleich alles machen. Ach, doch nicht Items bewegen. Pokémon bewegen, bitte. Jetzt nervt mich das auch schon wieder. Okay. Ja, schätze ich mal, nehme ich halt Pinsir. Ich glaube, Pinsir ist besser als VM-Opfer geeignet als Sichlor. Ja, das hätte mir schon von vornherein klar sein müssen. Boah, am liebsten würde ich. Ja, Meganie, komm. Meganie kommt erstmals weg. Weil es hat eh schon genug trainiert. Finde ich jedenfalls. So. Kriegst jetzt mal Stärke und Zerschneider. Alles Mögliche. Und das speed ich natürlich, weil ich möchte auch nicht zu viel Zeit damit verbringen. So. Zerschneider. Oh,
Och, das Laggen nervt so langsam. Ich frag mich, was mit meinem Computer echt los ist. Ich habe es schon versucht, zum Beispiel die Priorität von meinem Emulator höher zu setzen, aber es bringt trotzdem nichts. Es laggt einfach weiterhin rum. So blöd. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ich habe alle Einstellungen probiert und da geht nichts mehr. Ich weiß nicht, warum es auf einmal nicht mehr funktioniert. Das nervt auch brutalst. Das ist dann immer, wenn irgendwas Neues kommt, dass es dann plötzlich so blöd laggen muss. Naja, was soll's, solange es nicht abstürzt. Nein, lass mich in Ruhe. Ah, genau das meine ich, das kommt schon wieder. Jetzt hört das mal auf, ey. Was ist bloß mit meinem Emulator los? Oder mit Computer generell? Ja, da ist doch gar nichts. Steinpolitur. Dafür... Ach, na toll. Okay, was soll's. Was, bist du kein Trainer? Ach doch, ich war nur zu weit weg für ihn. Ich glaube, der ist nur kurzsichtig. Hand aufs Herz, bist du doch genauso voll nach Pokémon wie ich, oder? Ja, schon. Jetzt ist mal gut hier. Was ist denn los? Warum laggt es jetzt die ganze Zeit über nur? Kann es denn nicht einmal ruhig bleiben? Ach, das ist so beschissen, ey. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ah. Toll. Toll. Toll, doppelt toll, dreifach toll. Und ich habe jetzt aus keine Mechanik weggetan. Ja, schlau von mir. Sehr, sehr schlau. Ich will jetzt auch nicht, dass Kapo in der nächsten Runde einpennt. Also, komm. Mammutell. Hey, wieso setzt es jetzt zweimal Gene ein? Hat es damit gerechnet, dass ich tauschen würde oder was? Oh, Mann. Naja. Okay. Es läuft halt jetzt aktuell nicht so wirklich. Es spammt echt nur Gene, oder was? Das ist doch echt nicht zu fassen. Und mit Amnesie stärkt es die Spezialverteidigung. Oder Spezialangriff. Nein, Spezialverteidigung war es. Ach man, jetzt ist mal gut hier. Ich wüsste auch nicht wirklich, wie ich das einstellen soll, damit das nicht, damit das aufhört. Oder wie ich die Leistung von meinem Computer wieder erhöhen soll. Ohne mir extra jetzt ein Programm dafür kaufen zu können, was aber auch eigentlich nichts bringt, weil ich habe mir ja zwar ein Programm mal gekauft für meinen Laptop, aber das senkt nur die Leistung ab. Das haben schon viele Computerexperten gesagt, dass es in Wirklichkeit den Computer schadet. Und deshalb habe ich es gelassen. Ich möchte das... Ich möchte wieder volle Leistung bei meinem Computer. Ich wüsste aber nicht, wie das jetzt machen soll, weil... Ich räume auch schon meine Ordner und alles aus. Ich räume meinen Speicherplatz aus, möglichst. Naja. Vielleicht kriege ich das irgendwann wieder hin. Ich muss halt nur schauen, wie ich das jetzt machen soll, weil... Irgendwie wird das langsam nervig. Vor allem, wenn es früher lagfrei komplett normal funktioniert hat. Weil jedes Mal, wenn irgendwas Neues kommt, wenn irgendeine neue Stelle kommt, dann... Dann... Boah. Hängt es sich kurz auf. Das hasse ich so. So, ist jetzt endlich mal das Vieh weg vom Fenster. Das birgt sich also hinter dem Begriff verloren. Liebe Pokémon, bitte vergesst mich nicht. Ich habe sie doch jetzt wohl nicht gekillt, oder? So, jetzt nur noch der hier und dann sind wir beim Felstunnel. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir den Felstunnel als nächstes betreten oder gehen wir erstmal von Lavandia aus Richtung Westen? Was gibt's da so blöd zu lachen, ey? Mach oh mal. Natürlich laggt es wieder. Alter, langsam nervt das echt so tierisch. Dass ich kotzen könnte, weil irgendwann ist mal Schluss hier. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Egal, was ich auch einstelle, es hört nicht auf. Kann ich noch versuchen, was ich möchte. Und wieder bei Grimasse. Ich muss irgendeinen Weg finden, weil das kann so nicht weitergehen. Ich kann noch machen, was ich will. Okay, aber ich sollte aufhören, mich darüber aufzuregen, weil das Spiel stürzt ja nicht mehr ab und das ist gut.
wann das der Fall ist, dann ist mir alles eigentlich egal. Aber das kann trotzdem auch noch nerven, wenn ich, wenn da jedes Mal ein Lag dazwischen kommt, obwohl das Spiel eigentlich flüssig laufen sollte. So wie es früher war. Naja. Wo wir noch alle jung waren. Beim selben Computer und ich habe eigentlich nichts verändert. Bla bla bla. Da gab es Kicherpilze zum Frühstück. Kicherpilze? Ich glaube, der hat ein bisschen Spinner. Na gut, dann von dir aus gehen wir doch mal in Route 8. Da gibt es auch noch einige Trainer zu bashen. Ich glaube, wir begeben erstmal uns zur Route 8 und von dort aus können wir dann. Und dann, wenn wir dort mit den Trainern fertig sind, können wir dann uns den Felstunnel vorknüpfen. Der wird allerdings dunkel sein, das heißt, wir brauchen ein Pokémon, das Blitz einsetzt. Und bisher, und aktuell haben wir leider keinen Star, was Blitz einsetzen könnte. Naja, gut. Wollen wir mal schauen, wie ich das regeln werde. Hätten Sie Zeit für ein Duell am Straßenrand mit einem reisenden Gentleman wie mir? Danke, nein. Aber warum fragen die eigentlich? Lass uns eh keine Wahl und fordern uns einfach so heraus. Schicken ihr Pokémon los und dann müssen wir es natürlich auch so machen. So, am besten setze ich gegen dich Erdbeben ein, weil ich glaube, Erdbeben wäre ein bisschen besser für dich geeignet, mein kleines Hündchen. Schau sie so eine an. Das war mein Arcani. Es war früher mal noch ein kleines Vulcano und jetzt ist ein starkes Arcani. So, Gentleman. Oh, das war sehr erfreulich. Auch bei Duellen am Straßenrand war ich stets die Etikette. Immerhin bin ich ein echter Gentleman. Ja, ja. Glaub's auch nur du. Mann, ich komme nicht an ihn vorbei. Toll, das soll viele Orden. Oh je, das ist ein Pokémaniac, oder? Er ist ein Streber. Magnetilo. Ist gut, weil Magnetilo schwebt zwar, aber es hat nicht die Schwebefähigkeit. Also Erdbeben draufballern. Eigentlich komisch, weil Magnetilo fliegt doch eigentlich sozusagen. Es bleibt nicht am Boden, es schwebt. Und trotzdem wird es getroffen. Ich frage mich, warum hat das im Himmel so nicht die Fähigkeit Schwebe bekommen? Da hat Nintendo irgendwie nicht daran nachgedacht. Oder haben sie das absichtlich gemacht, damit man reingelegt werden kann damit? Für diejenigen, die das noch nicht so genau wissen oder nicht auswendig kennen. Ich glaube ja, dass das absichtlich so gemacht worden ist, damit man den Gegner ein bisschen übers Ohr hauen kann, praktisch. Ich denke, das wird schon seinen Sinn ergeben. Oder vielleicht hat es ab der 6. Generation schon Schwebe dazu bekommen. Also setzt du eine Magnetilo ein? Wo bleiben Magneton und Magnezone? Das wäre doch ein bisschen geiler, solche Pokémon zu. Also diese Pokémon wären noch einiges geiler als bloß Magnetilo. Ah, naja, okay. Wenn er meint, dann eben nicht. Magnetilo! Schön, damit werden wir auch das Magnetilo los. Ich dachte, du bist stark. Kein Wunder, dass du so viele Orden besitzt. Ich habe nicht bloß Orden, ich bin sogar Champ, mein Freund. Deswegen bin ich so stark. Puff, ja. Ich würde sagen, dass der Ampharos jetzt mal wieder kämpfen darf. Und auch Arcani soll demnächst mal ein bisschen aufräumen können. Jetzt, wo ich Ampharos im letzten Part weggelassen habe, ist es jetzt mal dran. Ich bin kein ernstzunehmender Gegner, machst du Witze? Lulus Seite habe ich 100-mal mehr Courage als jeder andere. Ich und Evo sind perfekt aufeinander abgestimmt. Ah, mach dich auf was gefasst. Ja, ja, von mir aus, dann zeigt mir mal, was ihr drauf habt. Loturzel und Samurzel. Ja, klar doch. Alter, von einem Lappen zum nächsten. Oh, ja, was soll's. Ja, doch, liebe Ampelleuchte. Moment, Ladungsstoß, was? Das trifft alle? Was? Na gut, dann setze ich lieber Ampelleuchte ein gegen Loturzel. Und, Flammwurf gegen Samurzel. Burn, baby, burn, baby.
Und tschüss und weg vom Fenster. Yes! Und noch Ampelleuchte und das war's. Also zwei Spezialangreifer ist zu viel für Murzel und Loturzel. Und auch für das Pärchen hier. Wow. Junge, Junge. Ziehe jetzt keine falschen Schlüsse. Ivo ist nicht schwach. Du bist einfach nur zu stark für uns. Ich würde sagen, du bist eher von der zu starken Sorte. Ja, das siehst du mal. Ja, das seht ihr mal. Oh Gott. Die ganzen Raudis sind immer noch da. Die lungen hier immer noch rum. Folterknecht? Achso, ja, diese eine Attacke, naja, die bringt mir auch nicht so viel. Die mag ich nicht so. Okay, also es gibt wieder einiges an Trainer zu bashen hier an dieser Route. Ich möchte zu gerne wissen, wie der diese Magnetzug funktioniert. Naja, das können wir dann nur herausfinden, wenn wir dann erstmals das Kraftwerk wiederhergestellt haben, weil dann nur funktioniert das auch wieder. Aber nur dann. So. Ladungsstoß for the win! Bams! Ich würde gerne wissen, wann es mal Donnerblitz erlernt, weil die Attacke haut dann bestimmt auch weitaus mehr rein. Säurepanzer. Ich bin Spezialangreifer, mein Freund. Also, du hast wieder eine Runde komplett vergeudet. Du hättest wenigstens angreifen können. So, als nächstes kommt der Slimog? Fragezeichen? Ja, endlich mal! Endlich mal keinen Lappen vom Dienst. Slimog. Ladung, Stoß! Zack! Zeig dem Slimog, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Uiuiuiui. Spezialverteidigung ist gleich hoch bei diesem Vieh. Dann paralysiere ich es mal zur Sicherheit, damit es seltener angreifen kann. Matschbombe. Matsch, Matsch. Na schön. Ladung, Stoß vor dem Wind. Los, mach es kalt. Brutzel den Schleim weg. Und pass auf, dass du dich nicht vergiftest. Gut. Wollte gerade sagen, dass es sich jetzt vergiften lässt tatsächlich. So. Schleim ist down. Okay, dann hätten wir das auch geschafft. Ich wollte dir mir einmal den Magnetzug ansehen. Die Kraft von Magneten ist schon beeindruckend. Ja, allerdings. Doch, ich muss auch sagen, das ist schon krass, das mit den Magneten, dass die da... Das funktioniert ja eigentlich auch mit Strom. Dass es ja zum Beispiel bestimmte Metalle anzieht. Oder auch gegensätzliche Pole, ist auch klar. Gegenseitigkeiten ziehen sich an, während gleiche Pole sich abstoßen. Das ist eine wichtige Magnetregel. Manchmal ist es auch in der Beziehung so. Bist du die Pokémon-Trainer-Gilde aus Kanto, nimm dich in Acht! Also, Raudis for the win, was? Morgen! Abfahr aus, los! Also, physische Verteidigung sind sie zwar gut, aber in Spezialverteidigung sind sie kage. Das wird Ampharos jetzt unter Beweis stellen. Yes, Mann! Geil! Und das nächste Smogon kommt wieder. Schon wieder sie ist so ein Lappentrainer, der keine weiterentwickelten Pokémon verwendet. Aber dafür haben sie so einen hohen Level, klar doch. Die könnten schon längst weiterentwickelt sein, aber nee. Die wollen einfach nicht. Die wollen einfach nicht die Pokémon weiterentwickeln lassen. Na gut, dann tschüss jetzt. Entschuldige. Ah, wer wollte jetzt schon wieder anrufen? Unser Bestes geben von nun an niemanden mehr zu bereiten, wirklich. Das sollte ich den beiden anderen auch noch sagen. Das Ordnungsamt hat unseren Tunnelpfad zu schütten lassen. Oh, das macht mich ganz rasend. Ja, durch den Tunnelpad kommen wir jetzt anscheinend nicht mehr durch. Da frage ich mich, wozu sie ihn noch aufgestellt haben, wenn man eh nicht mehr weiterkommt an der Stelle. Flamara, okay, das ist schon mal ein härterer Brocken. Donnerwelle, mal für den Anfang. Ja, bevor es mich noch ständig, bevor es ständig als erstes angreift, ist es besser, wenn es erstmals ein bisschen still steht. So.
Und jetzt, Fokusstoß probiere ich auch mal. Alter, trotzdem kannst du mit dem Druck zu Kipp spammen, das ist echt kacke. Und macht trotzdem auch ganz schön Damage. Fokusstoß! Mach es down! Schaut's aus? Ladungsstoß bitte noch. Alter, Ampharos kassiert viel zu viel. Aber der Ladungsstoß macht es jetzt hoffentlich Dieter. Yes, Baby! Und damit gibt's auch ein hübsches kleines Level Up. Nice. Okay, die Werte sprechen für sich. Vergib mir. Hat sich alle gleich entschuldigen müssen. Ja, ein Schrank gewesen von einem Schrank gewesen von einem Rowdy aus Johto. Ich bin kein Rowdy. Ich bin einfach nur der Champ. Ich bin der Champion aus Johto. Und nicht irgendein dahergelaufener Rowdy. Okay, da okay. Ja, alle haben fast schon Level 50. Da fehlt eh nur noch ein Level. Oder zwei bei Arcani. Wir repräsentieren die Pokémon-Trainer Gelaris Kanto. Eine für dich. Erledigen wir mit links. Glaubst du echt, mein Dicker? Smogon. Ampharos, dein Einsatz ist wieder gefragt. Zeig diesen aufgeblasenen Luftballons, was das Zeug hält. Also, was du so kannst. Sorry, das kam jetzt plötzlich von mir. Was ich sagen wollte, ist, das kam jetzt urplötzlich ohne Vorwarnung aus mir raus. Habe ich jetzt nicht nachgedacht. Na schön. Jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Smogon-Action, anscheinend. Da können wir uns auch ein bisschen umgucken. Und dann, ja, leider, Leute, ist dieser Part wieder etwas kurz und wir werden auch hauptsächlich mit Trainer-Bashing verbringen und wir haben etwas von Lavandia sehen dürfen und haben das Problem gesehen und dann vor dem Felstunnel werde ich dann jetzt Schluss machen, weil ich möchte jetzt nicht die Parts zu überstrapazieren und wir sind wenigstens auch so vorangekommen, dass wir mal wieder ein paar Trainer besiegt haben und, ja, das mag zwar jetzt ein bisschen öde für euch vorgekommen sein, aber wir werden dann bald noch die nächste Arena bestreiten. Es dauert auch noch ein paar Parts, bevor wir überhaupt in die nächste Arena kommen. Fürs Erste müssen wir erstmals einen Haufen Trainer noch überwinden. Wir müssen durch den Felstunnel zuerstmals und dann noch durch die Route, wo sich auch ein Haufen Trainer noch befinden. Eieieiei, das wird was. Entschuldigung. Jeder entschuldigt sich hier. Die Pokémon-Trainer Gelaris Kanto wird niemals untergehen. Welche jetzt gerade zu Inkognito mutiert ist. Ah, danke schön, schon besser. Warst du schon Lavandia? Da gibt es einen großen Radioturm. Das weiß ich, Mann, das weiß ich. So, zurück in Zafronia City. Da gehe ich mal hübsch ins Pokémon Center, weil meine Pokémon brauchen wieder. Ups. Das verwechsel ich immer, das da Einkaufszentrum. Und das Pokémon Center befindet sich hier. Ganz easy peasy. War doch gar nicht so schwer, nicht wahr? So, es ist doch besser. Na gut, wir gehen nochmal zurück nach Lavandia und von dort aus werden wir dann in den Felstunnel gehen. Das ist dann unser nächstes Ziel. Den Felstunnel müssen wir noch überqueren und auch die eine Route, die uns doch von Azuria City trennt. Und dann können wir endlich auch gegen Misty antreten. Ich freue mich selber auch schon auf Arena Action pur. Ist wahrscheinlich wieder Hardcore vom Feinsten. Ich muss aber allerdings ein Pokémon mitnehmen als vor allem Opfer, welches auch gleichzeitig Blitz erlernen kann. Ich frage mich, ob das Pinsir auch kann. Probieren geht über Studieren. Was ich überhaupt Blitz habe. Oh oh. Habe ich gerade nicht, oder? Nein. Shit. Ich habe gerade Blitz nicht. Oder ist der Felstunnel überhaupt dunkel? Ich weiß nicht, aber der war ja schon in der ersten Generation dunkel, also wird das auch hier sein. Also gucken wir uns das mal an. Felstunnel. Und er ist dunkel. Oh nein.
Na gut, ich werde offscreen mir die Attacke Blitz besorgen und dann werde ich ausprobieren, ob Spin sie erlernen kann. Ansonsten sehen wir uns dann wieder beim nächsten Part. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush Wolfig Itinen. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Herz, Gold und Seelensilber. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute!